Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu der Kartenlegung für Juli 2024. Und diese Kartenlegung ist für alle, die unter dem Sternzeichen Wassermann geboren sind. Meine Lieben, ich freue mich mit euch heute hier sein zu dürfen und mit euch gemeinsam diese Legung zu verfolgen. Wir schauen gemeinsam, welche Tendenzen euch erwarten in Juli. Und wir hoffen natürlich auf gute, positive Tendenzen. Und natürlich, ich hoffe, dass diese Legung mit euch auch resonieren wird. Die Karten sind gemischt. Und wir fangen gleich an. Und die erste Karte, das ist eure Thema. 10 der Stäbe. Das, was behilflich sein wird oder im Weg steht. Königin der Münzen. Eure Bewusstsein, Ritter der Stäbe, eure Unterbewusstsein, die Gerechtigkeit, die Vergangenheit, 10 der Münzen, die nahe Zukunft, 6 der Münzen, 3 der Kelche, das ist eure Energie, äußere Energie ist 7 der Münzen. Erste Münzen, das sind eure Hoffnungen oder Ängste. Und die letzte Karte, 7 der Kelche. So, wie liegen die Karten? Gut, kann man so lassen. Ich kann nicht immer so ganz genau die Karten treffen mit dem Auslegen, dass die Karten korrekt gerade liegen, aber jetzt ist einigermaßen gut, hat gut geklappt. Okay, wir konzentrieren uns auf eure Thema Zendestäbe. Hier sehen wir jemand, der einfach überlastet ist. Es könnte auch sein, dass manche von euch werden so eine Überlastung in diesem Monat fühlen. Das könnte natürlich auch mit Vergangenheit zusammenhängen. Vielleicht man hat sich auch überlastet gefühlt aus irgendwelchem Grund. Ich sehe hier extrem viele Münzen, also was Materielles hier wichtig wird in diesem Monat. Wir sehen hier in Vergangenheit Zendemünzen. Also ich denke, euch war sehr wichtig, etwas zu erreichen, materiell zu erreichen. Vielleicht hat das mit dem Job zu tun oder mit einer anderen Angelegenheit. Auf jeden Fall die Münzen, das Geld, ja, die Materie hat eine große Rolle gespielt und man hat sich wirklich angestrebt, diese Zehner zu bekommen. Wir haben hier diese Zendemünzen, also das ist schon viel. Also man hat viel erreicht in Vergangenheit und jetzt ist man dadurch auch ein bisschen, kann man sagen, erschöpft, kaputt, überlastet. Vielleicht war das auch zu viel, die Aufgabe war zu groß. Man sollte die Aufgabe verteilen auf kleinere Schritte und nicht alles gleichzeitig machen, so wie hier auf dieser Karte. Kann ich mir vorstellen, dass einfach man nimmt sich oder man hat sich, weil das könnte wie gesagt auch Vergangenheit sein, man hat sich zu viel vorgenommen. Die Königin der Kelche ist, nicht Kelche, die Königin der Münzen ist auch da. Also wir sehen hier auch, dass euch war hier die 10 der Münzen zu wenig. Man nimmt noch mehr, man möchte noch mehr erreichen, was die Materie angeht und das ist ein bisschen zu viel auf einmal. Vielleicht wird man das merken, ja, ich muss jetzt kleine Schritte machen, nicht so viel auf einmal, nicht so viel, sonst schaffe ich das alles nicht, ja. Und die Königin der Münzen zeigt, dass man möchte höhere Stufe erreichen. Man möchte einen Status erreichen, ja, einen hohen Status. Und das ist natürlich auch eine hohe Anforderung an sich selbst. Wir schauen mal, was hier noch. Ach, Münzen, die Münzen, meine Güte. Was ist mit den Münzen? Hier haben wir auch. Also hier geht auf jeden Fall ums Geld.
diesen Monat. Neue Investition, man möchte was Neues anfangen, weiter steigen, weiter steigen. Der Page der Stäbe ist auch da. Ja, gerade, ja, das Weitersteigen, man möchte sich eigentlich befreien von dem Weitersteigen. Man möchte hier sagen, ich habe jetzt genug, ich habe jetzt erreicht, was ich erreichen wollte und ich möchte nicht mehr diese Ballast mit sich schleppen. Das ist mir zu viel. Also irgendwo wird ihr das Gefühl bekommen, ich habe jetzt genug, ich habe das schon erreicht. Ich werde nicht weiter steigen, weil das raubt mir sehr viel Energie. Wir sehen hier Zenderschwerter, wir sehen Zenderstäbe. Und diese Karten zeigen natürlich Überforderung. Ja, auch psychisch, aber auch körperlich. Hier die Schwerter kann man deuten auf eine psychische Überforderung. Die Stäbe kann man ja deuten auf eine körperliche Überforderung. Also man hat genug, man möchte sich auch nicht zu solchen Zustand bringen. Kann ich mir auch vorstellen, ihr werdet in einem Monat einfach sagen, nicht in einem Monat, in einem Moment, in einem Moment wird ihr sagen, ich habe jetzt genug, ich möchte jetzt nicht weiter steigen. Vielleicht von draußen, irgendwo von außen, ja, jemand verlangt von euch noch mehr, noch mehr. Kann ich mir auch in so einer Jobsituation hier vorstellen, wo euer Chef zum Beispiel oder die Kunden auch, vielleicht ihr seid selbst den Chef, ja, sagen, ich möchte mehr, hier tut sich was, man muss mehr arbeiten und man muss hier auch mehr leisten, aber der Page der Stäbe zeigt, nein, ich möchte mich befreien aus dieser Situation. Ich möchte mich zum solchen Überforderung nicht bringen. Wir haben hier siebende Münzen, das sind äußere Einflüsse und da sehen wir, dass jemand in euch investieren möchte. Jemand draußen sieht in euch dieses Potenzial hier. Vielleicht fangen wir an. Jetzt und dann schauen wir, um was hier geht. Der Hohepriester, drei der Münzen, ja genau, und die Überforderung. Der Hohepriester, das ist jemand reif, der reif ist, jemand, der weiser ist, jemand, der weiß, wie die Dinge sich im Leben entwickeln, jemand, der ganz gut die Situationen einschätzen kann. Und wir sehen, dieser Mensch, dieser Hohepriester, das ist eine sehr positive Karte, aber in dem Fall könnte ich mir hier vorstellen, jemand, der tatsächlich sehr viel von euch verlangt, jemand, der reifer ist, ja, reifer ist, also älter ist, sehr viel von euch verlangt, Zusammenarbeit. Wir sehen hier drei der Münzen. Der Mensch verlangt von euch sehr viel Leistung, sehr viel Arbeit und die Zehnte Stäbe. Und da sehen wir Überforderung. Vielleicht, weil dieser Mensch merkt selbst, ich schaffe das nicht. Mir wird das zu viel. Dann gebe ich diese Aufgabe euch. Ja? Dieser Mensch ist zu alt, würde ich sagen, oder einfach zu alt, kann ich sagen, zu alt, aber auch zu bequem jetzt in dem Moment im Leben, weil dieser Mensch hat schon viel erreicht und viel geschafft im Leben. Und er oder sie möchte diese Aufgabe euch übergeben, noch anderen Leuten. Hier haben wir Zusammenarbeit, auch Teamarbeit mit anderen Menschen zusammen. Weil wir sehen, das ist zu viel, ja, zu viel zu tun. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass dieser Mensch möchte euch einen Teil von dieser Aufgabe geben, vielleicht irgendwelche Chefposten auch, kann ich mir auch vorstellen, aber für euch wird das zu viel. Man möchte das nicht. Die Ast der Münzen zeigt auch neue Investitionen, neue
neuer Start. Hier haben wir auch diese Astermünzen oder Hoffnungen oder Ängste. Ich werde hier als eher als Angst die Karte hier sehen. Ja, man möchte das nicht. Die Aufgabe ist zu viel. Wir sehen hier, ja, diese 10 der Stäbe und der 10 der Schwerter. Man ist zufrieden mit dem, was man sich so hier erreicht hat, und dieses Steigern kommt hier euch nicht in der richtigen Zeit, kommt hier nicht in der richtigen Zeit. Man möchte, wie gesagt, diese zusätzliche Aufgabe oder diese Steigerung hier nicht mehr haben. Ja? Euer Bewusstsein, wir sehen, das tut sich was, ist man engagiert, man hat viel Pläne, man ist voll dabei, man ist schnell unterwegs, sehr viel Feuer sehen wir hier. Wir sehen auch gute Kontakte mit anderen Menschen. Die bringen auch Freude, kann man so sagen, im Leben, und das seid ihr auch, das ist auch eure Energie. Ihr werdet euch anstrengen, den anderen auch recht zu machen, diese gute Kontakte zu behalten, aufbauen und behalten, ja, vielleicht auch neue Kontakte zu knüpfen, die hier auch wichtig sind für diese Situation, und wir sehen euer Engagement. Aber gleichzeitig sehen wir diese Überforderung. Ja, also ich denke, ihr werdet hier die Grenzen behalten wollen, also die Grenzen, wie sagt man, anhalten wollen, nicht überschreiten, nicht diese über die Vernunftgrenze gehen. Hier sehen wir auch sechste Münzen, da geben und nehmen, dieser positive Austausch. Man möchte nicht aus dem Balance kommen. Das sehen wir auch in eure Unterbewusstsein. Da haben wir auch diese Balance, die Gerechtigkeit. Hier sehen wir eine Frau mit Waage, die Waage hält nach oben. Also hier muss etwas ausgewogen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass jemand hier verlangt von euch zu viel. Ja, das könnte dieser Mensch sein. Okay, gucken wir weiter. Acht der Stäbe, Acht der Kelche und die Welt. Acht der Stäbe zeigt plötzliche Ereignisse. Wir reden hier von Unterbewusstsein. Muss etwas ausgewogen werden. Hier muss Gerechtigkeit kommen. Man möchte, dass das hier mit rechten Dingen alles gemacht wird. Ja, man möchte, dass das auch gerecht hier, auch für euch gerecht, diese Sache abläuft. Man möchte nicht ausgenutzt werden. Hier, man hofft auf gute, positive Ergebnisse, Begegnungen, gute positive Kontakte, Nachrichtenaustausch. Achte Kelche zeigt, dass man hier eigentlich diese Weg, die man hier ein Ziel gehabt hat, man hat es in Vergangenheit aufgeben müssen. Jeden Weg habt ihr abbrechen müssen. Eine Reise, kann man so sagen, Lebensreise, ein Weg in einem Ziel zu erreichen. Ja, ich rede jetzt nicht von einer Reise durch die Welt, aber eine Situation im Leben. Man hat die Reise hier abbrechen müssen, den Weg einfach beenden müssen, weil das hat hier irgendwie nicht funktioniert. Da kann ich mir auch vorstellen, dass die Gerechtigkeit hat hier nicht hat eine Rolle gespielt, und das war nicht gerecht. Ihr habt euch hier vielleicht eventuell ausgenutzt gefühlt in dieser Situation, ja, weil in eure Unterbewusstsein diese Gerechtigkeit hat sich sehr geprägt. Und manche Leute haben so ein extreme Gerechtigkeit, Gefühl, Sinn, Gerechtigkeitssinn, ja. Da kann ich mir auch vorstellen, aus irgendwelchem Grund, weil in eurem Leben ist etwas
nicht richtig gelaufen. Man hat sich ausgenutzt gefühlt oder nicht geschätzt gefühlt und man möchte, dass endlich im Leben diese Dinge positiv laufen für euch, ja. Deswegen hier, man hat das abgebrochen, das, was hier sich entwickelt hat. Man musste das verlassen, diese Situation verlassen. Die Welt ist da, also man hofft trotz allem auf positive Entwicklungen, auf neue Chancen, ja, auf neue Wege. Dieser Weg konnte man nicht weitergehen, aber ein anderer Weg, der richtige Weg, ja, dieser gerechte Weg ist hier sehr wichtig für euch. Also Unterbewusstsein, man sieht auf jeden Fall dieser Gerechtigkeitssinn. Das spielt eine große Rolle hier in diesem Monat. Das wird auch ja eine große Rolle für euch spielen hier in dieser Situation. Dieser Gerechtigkeitssinn. Das sehen wir auch hier bei dem sechsten Münzen. Das ist auch so eine Karte. Wir sehen, wie die Münzen fließen. Gerecht, ja, hier sind drei und hier sind drei, die kommen einfach, das ist ein Austausch, ist gerecht, 50-50, ja, es gibt nicht, dass der eine mehr nimmt und der andere gibt und der andere mehr nimmt und andersrum, ja, das muss gerecht hier ablaufen, die ganze Sache. Und deswegen, ich finde, er fühlt sich einfach überfordert, weil jemand verlangt zu viel von euch, ja. Man möchte nur zu viel und nicht mehr geben, aber da jemand verlangt mehr, jemand verlangt einfach zu viel. Weil diejenige schafft das selbst nicht, aber vielleicht der Erfolg, der dieser Mensch möchte für sich zuschreiben, nicht euch. Wie euch, ja, auf jeden Fall, deswegen hier muss ihr aufpassen und ich denke, ihr wird sehr gut aufpassen in diesem Monat und ihr wird auf jeden Fall auf diese gerechte Austausch große Acht nehmen und man wird im richtigen Moment sagen, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte nur zu gewissen Grenzen arbeiten oder ja, etwas hier machen. Eure Aufgabe hier erledigen, aber nicht mehr. Und das ist so eine typische Situation für Menschen, die lernen auch Nein zu sagen. Ja, weil oft ist so, wir kriegen sehr viele Aufgaben, zum Beispiel auf die Arbeit, immer mehr und mehr und mehr und ist man überfordert und man kommt dann nach Hause und ist platt. Ja, und hier muss man einfach sagen, ich habe mein Aufgabegebiet. Ich mache das und ich nehme nichts extra. Und wenn ich extra was nehme, dann möchte ich auch dafür bezahlt bekommen. Ich denke, die Münzen sind hier zu sehen, aber ich glaube nicht, dass dieser Mensch möchte tatsächlich so viel euch dann auch geben zum Schluss für eure Leistung. Deswegen fühlt man sich auch hier vielleicht auch. Vielleicht deswegen fühlt man sich auch hier überfordert, weil man kriegt das auch nicht richtig bezahlt oder anerkannt, eure Anstrengungen. Aber auch kann ich mir vorstellen, einfach so, man möchte nicht zu viel Aufgaben haben, weil, wie gesagt, das macht euch platt, körperlich und psychisch. Auf jeden Fall, wir sehen sieben der Kelche zum Schluss. Das ist eine Karte von Enttäuschung. Man hat die Situation einfach anders eingeschätzt. Man hat andere Vorstellungen gehabt von dieser Entwicklung. Und im Endeffekt ist man auch ein bisschen enttäuscht. Enttäuscht, dann haben wir neun der Münzen. Ja, neun der Münzen ist auch gut. Ja, hat man nicht mehr die Zähne und der König der Münzen, meine Güte. Ich werde das so sehen. Man hat sich enttäuscht hier. Wir haben diese siebende Kelche, ja. Man hat sich enttäuscht,
Aber wir haben hier der Page der Schwerter, und der Page der Schwerter ist ein kluger Mensch. Jemand, der hier schlau ist, der möchte die Situation für sich zu gewinnen. Ja? Deswegen, ich denke, er wird kleinere Schritte machen. Neunte Münzen, man wird versuchen, hier eine Strategie für sich zu entwickeln, dass man trotzdem das erreicht, was man sich hier, was von einem verlangt wird, aber was man sich auch hier erhofft hat, selbst zum Schluss, ja. Und man wird kleinere Schritte machen. Wir haben 9. Münzen, nicht 10, 9. Aber aus diesen 9, wenn man langsamer macht, kommt man dann durch diese vernünftige Verteilung von dieser Arbeit oder von dieser Aufgaben, kommt man dann im Endeffekt zum König der Münzen. Man wird der König zum Schluss sein. Also, was sagt der Legung im Endeffekt? Im Endeffekt, das ist eine coole, wollte ich sagen, eine coole, ja, kann ich auch so sagen, eine schlaue Legung, weil diese Legung sagt so: Mach kleine Schritte. Versucht nicht zu viel von sich geben, achte nicht, dass die Leute dich ausnutzen. Überleg dir Strategie, wie kannst du diese Arbeit erledigen oder diese Aufgabe erledigen, dass du nicht rausgetrickst wirst aus dieser Aufgabe, dass du trotzdem erreichst, was du willst, aber kleinere Schritte machen, nicht alles auf einmal und nicht zu viel sich auf einmal zutrauen oder auf sich nehmen, weil dann wird man die Kraft verlieren, ja? Und hier kleine Schritte machen, vielleicht nicht gleich viel von sich verlangen. Die Neuner ist schon völlig okay, das ist schon sehr viel. Aber mit diesen kleinen Schritten und genauen Schritten, wo man sich die Prioritäten setzt, wird man im Endeffekt den König der Münzen sein. Ja? Also verteilen die Arbeit. Ja? So wie man lernt es auch, wenn man im Job ist. Normalerweise soll man lernen, erst das machen, was wichtig ist. Das, was Priorität hat, und dann erst dann die Aufgaben, die weniger anstrengend sind, ja. Nicht, dass man zum Beispiel erst die leichte Sache macht und dann zum Schluss nimmt man sich die schwere Sachen oder die schwere Aufgaben und dann ist man sowieso schon kaputt, ja, weil der Tag ist gelaufen, weil man hat viel Zeit verloren für die kleinen Aufgaben und die schwere Aufgabe hat man sich zum Schluss gelassen. Das ist falsch, man muss andersrum machen, ja. Große Aufgaben erst verteilen auf kleine Schritte und dann, wenn man dann noch Zeit hat, dann kann man auch die kleineren Aufgaben machen. Dann ist man nicht überfordert. So kann ich hier diese Legung sehen. Also ich sehe hier viele Münzen. Also dieser Monat wird auf jeden Fall sich drehen um Münzen, aber ihr muss vernünftig mit diesen Münzen umgehen, mit diesen Aufgaben umgehen, um dein Ziel zu erreichen. Um euer Ziel, das ist der König der Münzen und ihr werdet der König sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass ihr wird tatsächlich was Großes leisten oder auch im Endeffekt eine große Position bekommen, wenn das zum Beispiel um Job geht. Ja, zum Beispiel, ja. Musst ihr selbst hier gucken, was in eurem Leben momentan passiert, weil da könnten natürlich verschiedene unterschiedliche Situationen sein. Auf jeden Fall, das hat mit Materie zu tun, mit Geld zu tun und mit guter Strategie wird ihr den Ziel erreichen und ihr wird oben sein, was Geld angeht, was die Materie angeht. Ja, man wird stolz auf sich sein
und man wird dann das Leben auch genießen können. Ja, diese Anstrengung wird nicht mehr da sein. Man wird die Aufgabe erledigt haben. Meine Lieben, ja, gute Legung. Ich hätte gerne auch so eine Legung für mein Sternzeichen. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall die viele, viele Münzen in diesem Monat. Ich wünsche euch eine gute, auch klare Strategie, vernünftige Strategie, dass man diese Aufgabe gut erledigt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Likes, natürlich auch auf Abonnements und ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen werden. Also dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.